Hallo Leute, ich bin's wieder, Daniel Eptik, und wir spielen weiter Tomb Raider. Und ich muss es wohl nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt weiter spielen, denn das Spiel speichert nicht hundertprozentig die Station. Es gibt immer Speicherpunkte und ich habe nicht wirklich aufgepasst. So. Auf jeden Fall das Grab des Propheten finden. Das sieht schon mal gut aus. Mein einziger Fremdführer wurde getötet, als wir von bewaffneten Männern angegriffen wurden, die jetzt hinter mir her sind. Also. Okay. Also habe ich mir das gedacht. Das werden wir nochmal betreten. Unglaublich. Jetzt muss ich erst noch mal die Tastaturen hier. Ja, das war genau da war ja was. Besser aussieht. Ja. Aussehen wäre mal was. Also. Naja. Ich höre jetzt mal auf mit dem. Oh, das sieht gut aus. Ins Herz des Propheten. Ich sah ihn sterben. Ohne Zweifel haben seine Leute jemand anderen in seine Robe gesteckt, um die Lügen weiter zu verbreiten. Sie sind gebrochen, diskreditiert und verbrannt. Wir ziehen nach Süden und erledigen den Rest seiner Leute. Aber der Prophet ist tot. Das schwöre ich. Hab ich meine Zweifel. Hab ich ja meine Zweifel. Oh. Thank you.
Die Wand ist brüchig. Ich sollte sie durchbrechen können. Oder landen wir wieder im Wasser. Da hoch, okay. Alter, drauf verstanden. Nee, oder auch nicht. Ne? Das Spiel nicht kennen. Wenn ich auf diesen Balken komme. Ja, jetzt bin ich ja schon fast drauf, ne? Das war ja, den Hinweis hätte ich früher brauchen können. Ernsthaft? Du sollst nicht die Hacke auspacken. Oh Mann. Läuft aber echt. Wenn ich auf diesen Balken komme. Hey, hier unten ist es.
Sprengsätze legen. Wenn ich mich da jetzt versteckt habe, ist spreng doof. Das Grab des Propheten. Nach all dieser Zeit. Das Artefakt? Da drin. So Gott will. Aufmachen. Vorsichtig. Es könnte äußerst gefährlich sein. Das ist das. Wer zur Hölle sind Sie? Sie sind doch so clever. Ich vermute, das wissen Sie schon. Trinity. Wo ist das Artefakt? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Spielen Sie keine Spielchen! Sie haben uns hierher geführt. Hören Sie. Der Sarg war leer, als ich ankam. Da war keine Leiche und definitiv kein Artefakt. In Deckung! Vorher sammeln wir noch ein Geheimnis auf, wenn wir das denn zeitlich hinkriegen. Oh, okay. Oh, ich dachte, jetzt schon wieder verkackt. An 4. Wenn er es gespielt hat, weiß man, was ich meine. Was ist das? Oh, wir sind zu Hause. Sprengen war doch eine gute Idee. Das wären die Böse, die Sprengsätze anbringen wollten. Glück gehabt. Jonah! Lara! Ich muss dir so viel erzählen, aber ich... Oh, ich hoffe, der Typ stirbt nicht. Hast du beim Grab des Propheten? Ja. Überlebende aus dem ersten Teil. Was? Von wem? Sie nennen sich selbst Trinity. Sie wollten mich ausschalten. Was zum Teufel ist hier los? Du machst mir langsam Angst. Das Grab war leer. Aber ich glaube, sie wollten die göttliche Quelle. Das Artefakt, das dein Vater gesucht hat? Da ist noch mehr. Da war dieses Symbol im Grab. Ich wusste, dass ich es kenne. Es hat mich verrückt gemacht. Dann fiel es mir ein. Es steht hier drin. In einem von Dads Büchern. Hör dir das an. Die verlorene Stadt Kitesh verschwand angeblich in Sibirien irgendwann im 12. Jahrhundert. Legenden nach soll die Stadt direkt vor der Invasion der Mongolen in einem See versunken sein. Und die Verbindung zum Prophetenartefakt? Das gleiche Symbol. Lara. Wenn die göttliche Quelle in den Ruinen von Kitesh ist und auf ihre Entdeckung wartet, muss ich dahin. Nach Sibirien? Ist das ein Witz? Überleg doch,
Wenn dieses Ding wirklich das Geheimnis der Unsterblichkeit lüftet, das würde alles verändern. Krankheit, Leiden, Tod, vorbei. Hörst du dir eigentlich selbst zu? Jonah, wir haben schon so viel durchgemacht. Du weißt, da draußen gibt's mehr. Es könnte wahr sein. Das ist mir völlig egal. Ich habe zu viele Freunde verloren. Ich will dich nicht auch verlieren. Dad kam nie auf die Verbindung zu Kitesh. Er hat hierfür alles geopfert. Einschließlich dich. Hör auf, dir an allem die Schuld zu geben. Es war seine Entscheidung. Und seine Inkompetenz. Ich kann ihn nicht aufgeben. Nicht jetzt. Ich habe nur das. Das stimmt nicht. Und wenn du mal 5 Minuten Pause machst, siehst du das vielleicht. Oder hat er absichtlich nicht weitergesucht? Denn das war jetzt nicht gerade schwer. Jonah. Hingeführt, Jonah. Wenn es die göttliche Quelle gibt, müssen wir sie zuerst finden. Sibirien, wir kommen. Damit wären wir wohl da in der Gegenwart. Lara, bist du da? Ich bin in Sicherheit. Jonah? Jonah, wenn du mich hörst, kehr um. Bitte such mich nach mir. Rette dich! Rette dich selbst! Lass mich zurück! Ich muss das alleine schaffen. Es war ganz schön kalt. Ich muss Schutz suchen. Errungenschaft, ein ziemlicher Sturz. Okay. Mich bewegen. Das erinnert mich ein bisschen an Dragon Age Inquisition. Komm, wer sie spielt hat, weiß, was ich meine. Du schaffst das. Ich mach schon. Mein altes Camp. Ach, ein Lager. Wie schön. Okay. Die Lager aus dem ersten Teil. Jetzt Feuer machen. Okay. Da hinten, das sieht doch gut aus. Okay. Das könnte gehen. Nicht genug für die Nacht. Oh, hier
sieht man sogar kleine Rehchen. Mich interessieren die Karten, ich mag das. Das war jetzt nicht so wichtig. Ach, ich muss mehr sammeln. Trocken genug zum Brennen. Hoffe ich. Ich habe ein ganz starkes Gefühl, dass... Noch frisch. Kein Fleisch, aber... Zurück zum Camp. Los, verdammt! Unsere Leute durchkämmen die Ruinen in den Bergen. Falls das Artefakt hier ist, finden wir es. Was ist mit den Verbliebenen? Sie leisten weiterhin Widerstand. Aber wir werden die Situation bald unter Kontrolle haben. Gut. Trinity vertraut ihnen. Trinity. Stärkeren Bogen. Wäre dieser Schmerz bloß nicht so vertraut. Als würde ich einem alten Feind begegnen. Er will mich vernichten. Er will, dass ich mich hinlege und sterbe. Werde ich aber nicht. Ich kann nicht. Es ist etwas hier. Es muss so sein. Sonst wäre Trinity nicht in dieser Schneehölle. Ich hoffe nur, Jonah geht es gut. Dass er hier weggekommen ist. Ich konnte nicht riskieren, ihn bei mir zu haben. Nicht nochmal. Der Schmerz, ihn zu verlieren. Er wäre nicht zu ertragen. Das ist mein Weg. Ganz allein. Das wäre wirklich ziemlich blöd, wenn der stirbt. So. Na dann, erkunden wir den Wald. Oh, ein Fähigkeitspunkt. Manchmal ist es von Vorteil, nochmal zurückzugehen. Da kann man dann schon mal noch neue Punkte verteilen. Explosion, Feuer, Ausweichkonter. Oh, okay. Ja, nehmen wir erstmal das erste. Das ist, glaube ich, auch am wichtigsten. Weniger Schaden durch gegen Feuer. Und damit beenden wir heute unser Spiel Rise of the Tomb Raider. Ich sehe euch beim nächsten Part bei Rise of the Tomb Raider. Ciao!